Der Governor war einer der ersten, beziehungsweise der erste wirklich große Schurke, Antagonist im The Walking Dead Universum. Und vor allem hatte er auch sehr, sehr viele Leute, die wir gerne in der Serie länger gehabt hätten, auf dem Gewissen. Und er ist auch der Grund dafür, dass wir das Gefängnis so früh verlieren mussten. Aber soweit ist es auch nur durch eine Person gekommen, nämlich durch die nette Andrea. Sie hatte die Chance, den Governor zu töten und hat diese leider nicht genutzt. Aber da stellt sich einigen die Frage, was wäre, wenn Andrea den Governor doch getötet hätte? Und darum soll es in diesem Video heute gehen. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, was ich denke, was passiert wäre, wenn sie es getan hätte, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich heiße euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Oder The Walking Dead Time, wie einige in den Kommentaren auch schon gesagt haben. Ja, ich weiß, momentan sehr viel The Walking Dead. Ich weiß nicht, warum ich mich immer rechtfertige, aber es ist momentan sehr viel, dass ich mich mit The Walking Dead auseinandersetze, weil ich die Serie ja, wie gesagt, am Rewatchen bin. Sie ist zu Ende, wir bekommen die Spin-Offs und deswegen bringe ich das Zeug auch hier so auf dem Kanal. Natürlich wird auch weiterhin was anderes kommen. Es wird dem nächsten Video zu Ant-Man and the Wasp Quantumania kommen. Da wird auf jeden Fall ein Video zu kommen. Aber sonst ist es momentan ja leider relativ ruhig in der anderen Film-Serien-Welt. Wir bekommen ja momentan irgendwie nicht so wirklich viel. Es stehen zwar ein paar Sachen an, aber auch nichts, wo ich so wirklich den Drang habe, drüber zu reden. Aber ohne jetzt weiter viel rumzulabern, starten wir doch direkt mal ins Thema rein. Der Governor scheint erstmal ja ein netter Mensch gewesen zu sein. Und er hat ja auch geschafft, in Woodbury viele Leute um sich herum zu versammeln und auch vor allem deren Vertrauen zu gewinnen. Was aber Andrea ja auch geschafft hat. Und mal noch ist noch nicht so viel Schlimmes passiert, dass wir sagen können, es hat einen sehr großen Einfluss auf die Geschichte. Andrea wacht auf und überlegt sich, soll ich den Governor töten oder nicht. Sie macht es nicht, wahrscheinlich aus Liebe, vielleicht aus Naivität, wir wissen es nicht. Aber in unserem Szenario tut sie es, sie nimmt das Messer, die Pistole, ich weiß nicht was, ein Kissen, mir auch egal, und ermordet den Governor. Ab diesem Punkt werden jetzt viele Sachen passieren und zum einen wird es erstmal darauf ankommen zu sagen, es muss eine Erklärung für Woodbury gefunden werden, warum der Governor tot ist, ohne dass sie Andrea meucheln. Wobei ich sagen muss, da würde sehr viel Milton, glaube ich, bei helfen. Ich glaube, Milton würde mit Andrea zusammen Woodbury so davon überzeugen, dass der Governor nichts Gutes im Sinn hatte und dass sein Tod entweder nur Gutes bringt oder was weiß ich, ein Unfall war. Ich könnte mir tatsächlich gut vorstellen, auch weil das einer in den Kommentaren geschrieben hat, dass Andrea mehr oder weniger Herrscherin über Woodbury wird, also der Anführer von Woodbury. Und ich glaube, das wird sogar relativ gut laufen. Natürlich gibt es ein oder andere Leute wie Martinez, die nicht da auf der guten Seite ständen, gehe ich mal von aus, obwohl Martinez ja auch gegen Ende ja seines Lebens, sage ich mal, auch eher gesagt hat, okay, hier das, was wir damals gemacht haben, war voll scheiße und bin froh, dass wir es nicht mehr so machen. Aber ich könnte mir vorstellen, nachdem die Wogen geglättet wurden, könnte man echt sagen, dass Andrea Woodbury übernommen hätte im positiven Sinne. Denn wir wissen ja auch, viele Leute aus Woodbury sind ja auch nachher ins Prison gegangen, um da halt einfach ein glückliches Leben zu haben. Und wir müssen auch bedenken, vor allem wenn dann die Sachen rauskommen, die der Governor gemacht hat, von denen Woodbury nichts weiß, denke ich, werden sie einiges verstehen und werden auch sagen, okay, eventuell ist es doch besser, dass er tot ist. Das wäre so zum Seiten Andrea-Plot. Ich denke, das würde auch gut laufen und ich könnte mir gut vorstellen, dass Andrea sich dann auf zu Rick macht und sagt, hier, der Governor ist tot, der Krieg ist beendet und wir können jetzt mehr oder weniger eine Community zusammen, also untereinander aufbauen. Genau, dann käme nämlich der nächste große Punkt. Wir würden wesentlich weniger Tode erleiden müssen. Also mal abgesehen von Herschel, alle, sag ich mal, Schausteller, also 0815 Charaktere, wären noch am Leben. Wir hätten das Prison immer noch, und das, ich sag's immer wieder und ich denk's mir auch immer wieder, das Prison war mit eine der geilsten Locations in The Walking Dead, weil sie einfach dieses Feeling 100% hatte und was sie aus dem Gefängnis gemacht haben, war einfach fucking gut. Und ja, das Ding würde auch noch weiterhin stehen. Womöglich wären auch nicht so viele Leute beim Infektionsproblem gestorben, weil wir die Angst vom Governor ja nicht im Nacken sitzen hätten. Und vielleicht auch ziemlich viele Medikamente aus Woodbury hätten benutzen können. Einen negativen Punkt könnte es haben und das würde in Bezug auf Ricks Charakterentwicklung einiges bedeuten. Und zwar glaube ich, dass Rick halt auf dem Weg zu seinem Badass-Ich hier schon den Start gefunden hat. Also der Governor hat ihm schon den ersten Knacks weggebracht, damit wir den Rick kennen und lernen, den wir quasi jetzt kennen. Das ist natürlich nur ein kleiner Nebenfaktor, aber es wäre wahrscheinlich was, was auch noch passiert wäre. Also Rick wäre vielleicht weicher geblieben. Abgesehen davon, dass wir sehr wahrscheinlich etwas später, wenn überhaupt, sowas wie das Kingdom, die Saviors, Alexandria und Hilltop überhaupt kennengelernt hätten, das steht ja erstmal außen vor, weil es war ja schon, sage ich mal, eine kleine Distanz, die zurückgelegt wurde, bis, also vom Gefängnis bis zu Alexandria hin. Und auch so jemand wie Abraham, Eugene und Rosita wären uns sehr, sehr wahrscheinlich nicht vorgestellt worden. Auch Tara hätten wir vielleicht nicht kennengelernt, denn die wäre auch nicht zum Prison gekommen, weil sie ja weiterhin wahrscheinlich mit ihrem, mit ihrer Schwester, Nichte und was es war und ihrem Vater, Onkel, Bruder,
in ihrem Häuschen da, also in ihrer Wohnung, gechillt hätten. Und da das Prison sich auch in einer relativ ruhigen Ecke vom The Walking Dead, von der The Walking Dead Map befindet hat, sage ich mal, wäre wahrscheinlich auch sehr, sehr lang alles friedlich verlaufen. Natürlich wären viele Charakterentwicklungen untereinander vielleicht anders gelaufen. Sowas wie Rick und Michonne, weiß ich nicht, ob es da schon gefunkt hätte. Vielleicht schon, aber ich denke, da waren auch viele andere Faktoren, die damit eingespielt haben. Wir müssen sagen, Carl wäre natürlich nicht in Alexandria draufgegangen. Das wäre auch ein sehr, sehr schöner Charakter geworden, aber muss immer bedenken, sehr viele Momente, die manche Charaktere geformt haben, wären halt nicht passiert. Ich würde jetzt sagen, ähnlich wie Herschel, beziehungsweise die ganze Farm, die waren ja alle sehr, sehr naiv, beziehungsweise auch, ich will jetzt nicht sagen schwach, aber halt nicht besonders fähig für in der Zombie-Apokalypse zu überleben, alleine. Und das könnte auch beim Prison passieren. Es könnte einfach der Fall sein, dass sie einfach unvorsichtiger werden und dann halt manche Leute auch einfach das Training vernachlässigen und sagen, okay, ich brauche doch eh nicht kämpfen, wir sind hier doch eh sicher. Und ja, eventuell wäre es früher oder später dann halt irgendwo mal zu einem Bruch gekommen. Aber wie gesagt, an für sich wären halt sehr viele Charaktere, hätten nicht die Entwicklung durchgemacht, die sie gemacht haben. Natürlich wäre auch Glenn in dem Fall verschont geblieben, sehr wahrscheinlich, und hätte potenziell irgendwann früher oder später seinen eigenen Sohn in den Armen hätten halten können. Das war kein Deutsch, nein, das war nicht Deutsch. Auch Rick hätte mehr Zeit mit Judith verbringen können, aber Judith wäre halt auch wahrscheinlich nicht so badass geworden, wie sie Stand jetzt ist, weil sie halt in einer sehr, sehr sicheren Umgebung aufgewachsen wäre, anders als beispielsweise in Alexandria, wo halt einfach momentan so die Action los war mit Negan sitzt im Gefängnis. Negan ist ja auch ein großer Teil, der Judiths Charakter irgendwo geformt hat, also die Gespräche, die sie mit Negan geführt hat, haben sie sehr, sehr krass geformt, würde ich mal behaupten. You sure as shit did. Language. I'm a kid, asshole. Aber ja, an und für sich würde ich sagen, hätte Andrea den Governor getötet, natürlich die offensichtlichen Sachen, es wäre nicht zum Krieg zwischen denen gekommen, es wäre weder Herschel gestorben, noch einige der anderen Mitglieder unserer Truppe. Aber alles in allem glaube ich, dass mit Hilfe von Woodbury als Partnerstadt und dem Prison wäre das schon ein sehr, sehr langer Aufenthalt im Prison gewesen. Ich wüsste jetzt nicht, was hätte kommen können, außer vielleicht eine Riesenhorde, was sie auf hätte halten können. Weil, wie gesagt, wenn man sich die Orte auf der The Walking Dead Map anguckt, ist es Prison wirklich sehr weit weg vom Schlag, muss man einfach mal sagen. Wie gesagt, sowas wie die Saviors, glaube ich, wären da nicht so schnell aufgetaucht. Alles in allem hätte das durch Andreas Tat, in Bezug jetzt unabhängig auf die Serienlänge, ein schönes Leben für die The Walking Dead Charaktere geben können. Es wäre ein ruhigeres Leben auf jeden Fall und auch ein weniger brutales und mordendes. Ja, und das wäre es dazu. Das wäre, was ich glaube, was passiert wäre, wenn Andrea den Governor getötet hätte. Für mich ist, glaube ich, der interessanteste Punkt wirklich, dass sie sehr, sehr wahrscheinlich mit Miltons Hilfe sehr wahrscheinlich Woodbury weitergeleitet hätte, weil sie hat schon das Potenzial dazu, auch wenn sie ein Charakter ist, den ich nicht so sehr mag, hätte sie schon das Potenzial dazu gehabt. Sie war ja auch schon relativ oft in der Position, dass jemand zu ihr hingegangen ist und so gefragt hat. Natürlich ging das viel vom Governor aus, der gesagt hat, hier, okay, das ist meine First Lady, so nach dem Motto. Hier, macht mal, hört mal, was die sagt so. Aber an für sich, glaube ich, hätte das klappen können. Vor allem vielleicht sogar im Zusammenspiel mit Michonne. Vielleicht hätte Michonne und Andrea hätten das zusammen gemacht. Das wäre auch sehr interessant geworden. Aber jetzt seid ihr gefragt. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was denkt ihr, was passiert wäre. Und vor allem, wäre das eventuell dadurch ein interessanterer Serienverlauf geworden? Oder wäre das halt total lame gewesen? Was ich unterschreiben würde, weil natürlich halt das hätte Action gefehlt, das ist klar. Also für die Serie wäre es schlecht gewesen. Aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und lasst auch nach wie vor gerne Themen da, über die ich mal reden soll. Gerne mal, was wäre, wenn's. Die können auch wirklich komplett verrückt sein. Es muss jetzt nicht so sein, wie halt, was wäre, wenn das nicht passiert wäre, sondern was wäre, wenn der Zombie-Virus Tiere anstatt Menschen verwandelt hätte. Sowas zum Beispiel. Wenn ihr sowas sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde eure Wünsche auf jeden Fall mir notieren und irgendwann der Reihe mal nach abklappern. Aber jetzt zum Schluss möchte ich jetzt auf jeden Fall ankündigen, wie gesagt, nächstes Wochenende wird, glaube ich mal, dann kein The Walking Dead Wochenende sein. Eventuell kommen auch einfach mal 3 Videos, weil ich schon nochmal den nächsten Part vom Character Clash Turnier machen würde. Aber ich denke, nächstes Wochenende wird erstmal nochmal ein bisschen weniger The Walking Dead sein. Dafür auf jeden Fall Ant-Man and the Wasp Quantumania, denke ich. Und sonst schreibt natürlich auch gerne in die Kommentare, über was ich sonst noch reden soll. Ich rede über alle Themen gerne, die mit Filmen und Serien zu tun haben. Schreibt mir auch gerne mal Wünsche rein, ob Filme oder Serien, die ich mir mal angucken soll, worüber ich dann ein Video machen soll. Bin derweil tatsächlich an einer Serie schon dran, über die irgendwann demnächst mal ein Review kommt, wenn ich damit durch bin. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant, weil so lerne ich auch mal Serien und Filme kennen, die ich vielleicht sonst nicht hätte kennengelernt, gehabt hätte. Heute ist Deutsch wieder auf Top-Level. Auf jeden Fall möchte ich jetzt nicht länger rumlabern und würde sagen, checkt gerne den Kanal aus, abonniert den Kanal liebend gerne, es würde mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns dann nächstes Wochenende, dann wieder auf derselben alten Couch wieder. Und bis dahin bin ich raus. Ciao.